Um die Spiele in Paris spitzt sich der Konflikt zu. Auf der einen Seite das IOC, auf der anderen Russlands Staatsführung. Der Kreml reagiert heute auf die Entscheidung, russische und belarussische Athleten von der Eröffnungsparade auszuschließen, mit heftiger Kritik. Diese Entscheidungen zeigen, wie weit sich das IOC von seinen erklärten Prinzipien entfernt hat und in Neonazismus und Rassismus abgerutscht ist. Der Ausschluss von Menschen nur aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft ist der beste Beweis dafür. Am Abend will IOC-Präsident Thomas Bach darauf nicht antworten. Sein Sprecher verbittet sich NS-Vergleiche. Das ist total unakzeptabel und ein neuer Tiefpunkt. Ausgeschlossen hat das IOC russische und belarussische Athleten nicht. Sie dürfen jedoch nur in Einzelwettbewerben antreten und unter neutraler Flagge. Und auch bei der Eröffnungsparade am 26. Juli sind sie nicht willkommen. Wie Sie wissen, besteht die Parade der Athleten bei der Eröffnungsfeier aus Delegationen oder Mannschaften. Und da es keine Delegation oder Mannschaften geben wird, war das der Hauptgrund dafür. Das IOC als Anker gegen russischen Imperialismus? Nein, sagt Sportjournalist Robert Kempe. Dafür habe man mit totalitären Staaten zu lang auf Tuchfühlung verbracht. Also es ist aus meiner Sicht eben eine symbolische Geste, um eben auch noch mal der Welt zu zeigen, ja, wir sind letztendlich gegen Russland bei diesen Spielen und wollen alles Mögliche tun, um Propaganda zu unterbinden. Allein ist es natürlich auch der Weg des geringsten Widerstandes. Einen Sportboykott fordern mehrere Organisationen inzwischen auch gegen Israel wegen der Militäroffensive im Gazastreifen. Das IOC lehnt das ab. Russland habe den Olympischen Frieden verletzt, als das Land die Ukraine während der Spiele in Peking 2022 angegriffen habe. Auf Israel treffe das nicht zu. Und doch? Bisher schließt man ja aus, dass man Israel zum Beispiel suspendiert. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass große Sportnationen, einflussreiche Sportnationen, auch Deutschland weiterhin an der Seite Israels stehen. Aber der Druck im Sport wird zunehmen, dort eben auch eine klare Haltung zu finden. Die Olympischen Spiele in Paris. So politisch wie in der Stadt der Liebe waren sie wohl selten.